Hi, ten, meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Big Wave TV. Ich will abnehmen. Wir sind mittlerweile in Woche 29 angekommen. Das ist der Wahnsinn. Was war von mir noch ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und es ist nichts weiter passiert bei euch. Und ja, ich habe festgestellt, dass ich letzte Woche noch ein bisschen Murks erzählt habe, was es mit den Weihnachten angeht, mit dem Essen. Das stimmt ja so gar nicht, weil die 28. Woche war ja die Woche vor Weihnachten. Die Woche, die jetzt kommt, das ist die Woche mit Weihnachten, wo wir auch die Feiertage hatten und gegessen haben. Und ihr dürft auch sehr gerne überrascht sein, was da wohl passiert ist in dieser Woche. Ansonsten, ja, die liebe Luna ist wieder mit am Start. Mein kleines Knuddelmäuschen, ja. Die ist wieder voll dabei. Und ja, wir hatten einen wunderschönen Kommentar dabei, den zeige ich euch jetzt. Und das sagt die liebe gute Steffi: Mein Jahr wird das Jahr 2018 werden, also dass es bergauf gehen soll. Das finde ich toll, das ist sehr, sehr aufbauend. Danke, danke dafür. Finde ich richtig geil. Und mal schauen, ob es das auch wird. Aber ich denke mal schon, es kann ja nur besser werden. Nach hinten geht es nicht mehr, nur nach vorne. Ganz einfach. Ansonsten hatten wir bei den Wasserwerten, die alten Werte haben wir gehabt, 44,6%. Die neuen Werte sind 44,5%. Also haben wir da minus 0,1%. Bei den Knochen sieht es wie folgt aus: 12,9 die alten, beziehungsweise 12,9 die neuen Werte. Da hat sich nichts dran getan, wie immer. Und bei den Muskeln sieht es aus: 35,2% die alten, beziehungsweise 35,2% die neuen Werte. Auch da hat sich jetzt seit Wochen nichts getan, warum auch immer, ich verstehe es nicht. Aber das wird sich wohl auch bald ändern, ich habe das im Gefühl. Ansonsten haben wir bei den Fett leider 38,9% die alten Werte. Und die neuen sind 39% glatt. Also da haben wir 0,1% leider zugelegt. Das finde ich jetzt nicht so dolle. Aber es kann nur besser werden. Wir haben die letzte Woche Sonntag beendet mit 132,9 Kilogramm. Da wollten wir die 130 Marke knacken. Hat leider nicht geklappt. Mal schauen, wo es die Woche hingeht. Und da, wie gesagt, da hatten wir am Montag den ersten Weihnachtsfeiertag. Wenn mich nicht alles täuscht, da waren wir auch essen. Und dann haben wir am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am Dienstag, auch Gulasch schon so gegessen. Also es hat dann schon ordentlich was gegeben. Und da bin ich auch sehr gespannt gewesen, weil das hat dann doch gut funktioniert. Also fangen wir mal an mit dem Montag, und der sieht so aus. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur 29. Woche am Montag. So, mal schauen, ob wir das endlich diese Woche schaffen, was wir schaffen wollten. Das hat leider immer noch nicht ganz geklappt. Morgen, tschüss. Und das sind 132,6 Kilogramm. Wie gesagt, es war der erste Weihnachtsfeiertag. Da ist auch der Besuch gekommen, der leider wieder gegangen ist heute. Deswegen auch mal die Grüße raus an dich, mein Gutster. Du weißt Bescheid. Denn die Luna war auch sehr begeistert von ihr. Also hat sehr viel geknutscht und gekusselt. Ja, aber wir bleiben ja in Kontakt und sehen uns auch bald wieder. So ist es nicht. Aber wie gesagt, 132,6 am Montag. Und weil es so schön ist, wir haben da schon ein bisschen was verloren, kommen wir direkt zum Dienstag, und der sieht so aus. Hallo Leute, heute zum Dienstag. So. Dann bis morgen. Und da sind es 131,2 Kilogramm. Und da war ich selber sehr baff, weil wir hatten ja, wie gesagt, Montag All-You-Can-Eat-Essen gemacht. So viel essen, wie man will. Und ich habe es trotzdem geschafft, 1,4 Kilogramm zu verlieren. Da habe ich mich sehr, sehr zusammengerissen. Es hat auch wunderbar geklappt. Ich finde das richtig geil. Und weil es so geil ist, kommen wir direkt zum Mittwoch. Und der sieht so aus. Hallo, liebe Freunde, heute zum Mittwoch. So, machen wir das Ding mal an. Bis morgen, tschüss. Und da sind es 131,1 Kilogramm, also nochmal 100 Gramm weniger. Ist jetzt nicht die Waage, aber es ist weg. Es ist einfach weg. Die Woche ging richtig geil. Ich habe gedacht, in dieser Woche werde ich
zunehmen, aber bis jetzt geht es genau in die richtige Richtung, trotz Weihnachtsessen. Und weil es so geil ist, kommen wir mal direkt zum Donnerstag und der sieht so aus, liebe Freunde. Hallo meine lieben Leute, heute zum Donnerstag. So. Dann bis morgen, tschüss. Und da haben wir glatt 131 Kilogramm, das heißt wieder 100 Gramm weniger. Mein lieber Schwan, es geht wirklich in die richtige Richtung. Hoffentlich geht es so weiter, das sehen wir jetzt am Freitag. Hallo meine lieben Freunde, heute zum Freitag. Ja, ist bald soweit. So. So, dann bis morgen, ne? Tschüss. Und da sind es 132,4. Irgendwann kommt ja immer die Retourkutsche zurück. Leider zu früh gefreut, aber bis jetzt war es da richtig gut. Und weil es so geil ist, oder so geil war bis jetzt, also wir kommen mal direkt zum Samstag, der sieht so aus. Hallo liebe Freunde, heute zum Samstag und ich mache das gute Stück mal an und dann geht's los, liebe Leute. So, dann bis morgen, tschüss. Und da sind es wieder 131,5. Es geht wieder in die richtige Richtung. Es sind wieder 900 Gramm weniger. Das ist doch richtig, richtig geil. Und der Sonntag, meine lieben Freunde, der sah so aus. Hallo, liebe Freunde, heute zum Sonntag. So. Morgen, tschüss. Und da sind es 131,1 Kilogramm. Das hatten wir am Mittwoch schon mal. Und wir haben nach Adam Ries 1,8 Kilogramm der Woche verloren. Trotz Weihnachtsfeiertage. Und das finde ich richtig, richtig geil. Da bin ich richtig mega stolz drauf. Es kann so weitergehen, dass wir endlich die 130 knacken. Mal schauen, ob das nächste Woche funktioniert. Das weiß ich nicht. Werden wir sehen, ob wir es knacken. Das wäre richtig geil. Wir kommen mal dann zur nächsten Woche mal schauen, wie es da aussieht. Wir schauen einfach mal. Ich will die 130 endlich hinter mir haben, wie ihr alle wisst. Und ja, liebe Freunde, das war es leider für diese Woche schon wieder. Ihr dürft gerne hier oben draufklicken, da laufen wir mal ein paar Videos durch. Wie immer, vielen Dank nochmal für eure Support, für eure Informationen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen da. Wie immer, den Daumen spreizt nicht mit Likes, Guides. Ihr dürft auch gerne das Video mit euren Freunden teilen, wenn es euch gefällt. Ihr dürft auch gerne die Glocke drücken, damit ihr Informationen bekommt, wann wieder ein neues Video angestellt wird. Und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, abonniert bitte. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag 15 Uhr wieder. Ich sage dann schon mal Hi Ten, bis denn. Und die Luna sagt auch noch Tschüss, die ist nämlich noch hier. Die kleine liebe Luna. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Auf Wiedersehen.